natürlich jetzt vor allem bei meinem Schwiegervater groß punkten kann, denn man sagt ja immer, dass die romantischen Filme eher was für Frauen sind, was aber nicht stimmt, denn als ich von meiner Nominierung hier für den Imhof-Filmpreis erzählte, war er ganz neidisch und kriegte fast feuchte Augen, weil er sagte, er sei lange, lange, lange Zeit heimlich verliebt gewesen in Heidi Brühl. Insofern werde ich ihm jetzt ein Foto hiervon schicken und ihn noch ein bisschen neidischer machen. Also herzlichen Dank und vor allem auch für deine mühevolle Ausstellung hier und dass du das alles so liebevoll hergerichtet hast. Dankeschön, Julia. Danke.